aus. Danke sehr. So fängt man eigentlich Gespräche an. Sie ebenfalls. Man macht sich Komplimente. Ja, danke. Ja. Sehr gut. Vielen Dank. Kann ich klagen. Ja, worauf freuen Sie sich heute Abend? Wir freuen uns heute ganz besonders. Gesine, komm doch her. Na, komm. Ja. Komm, stell dich her. Sie sieht so schön aus. Ja. Naja, egal. Will sie nicht. Und weil wir ja so alle so lange warten mussten, die Herrschaften, wir als Publikum, und das ist ja, geht ja uns Künstlern jetzt in dieser Zeit, oder in der, die jetzt hoffentlich bald vorübergehen wird, so, dass wir alle irgendwie durchkommen mussten. Und wir mussten versuchen, möglichst würdevoll alles zu erhalten, dass das Publikum, wenn es dann wieder darf oder kann, genau das sieht, was es erwartet. Das ist ganz, ganz schwer, glaube ich, hinter den Kulissen. Und davor habe ich große Achtung. Für jeden von uns in unserer Branche. Uns erwartet ja heute hier tolle Artistik, aber auch gutes Essen. Ja, natürlich, wie immer. Wie ist denn das bei Ihnen zu Hause? Wer kocht da? Wer steht am Herd? Was gibt es überhaupt? Also meine Frau kann wunderbar kochen. Und sie hatte bis vor kurzem noch ein Restaurant, das war dann auch immer ganz gut. Da konnte man gut ausweichen, mit eben auch guten Köchen. Aber das ist wunderbar. Also ich selber kann das gar nicht, aber ich bewundere es sehr. Und versuche auch ab und zu mal so Kleinigkeiten zu machen. Ich kann so Hoppelpoppel, also so aus allen möglichen Resten irgendwas zu machen, ein bisschen würzen und so. Aber so ein richtiges Gericht mit so allem Pipapo, das kriege ich nicht hin. Aber wie gesagt, interessiere mich immer, wenn irgendjemand kocht oder jemand das kann, dann stehe ich immer daneben, mache niedere Arbeiten, häckseln, schneiden, schnipseln, irgendwas. Die Männer hat man gerne dann. Ja, klar. Wie schaffen Sie es denn dann, bei all diesen leckeren Sachen und so weiter, so schlank, so fit und so gesund zu sein? Was tun Sie für sich? Ich bewege mich sehr gern und fahre viel Fahrrad, nehme selten den Aufzug und nehme fast, also wirklich immer die Treppen. Und achte ein bisschen drauf, dass es nicht zu viel wird von allem. Also das, glaube ich, ist so der Trick. Mehr ist da eigentlich nicht bei. Also ich denke ja, wenn man sich bewegt, dann kann man vielleicht auch ein bisschen mehr essen. Also wenn man sich, dann ist das, geht das. Ja. Jetzt steht Weihnachten ja schon fast vor der Tür. Haben Sie Pläne? Wissen Sie, wie Sie feiern? Wir haben vorhin im Auto überlegt, was wir machen. Wir haben vorhin überlegt, was. Meine Frau sagte dann plötzlich, was wollen wir an Weihnachten machen? Und ja, wir überlegen uns das noch. Aber wir werden wahrscheinlich an die Küste fahren. Also wir haben ja da ein zweites Zuhause auf der Insel Rügen, weil im Sommer arbeite ich ja da bei den Störtebeker Festspielen. Und vielleicht werden wir da sein. Ich glaube ja. Noch letzte Frage. Sie sind ja so ein hübsches Paar. Sie strahlen so. Gibt es ein Geheimnis, wie man glücklich miteinander bleibt? Ja, Liebe. Liebe ist ein Geheimnis. Liebe ist ein Zauber auch. Und wir verstehen uns einfach. Wir sind gut zueinander, glaube ich. Wir lassen Platz für den anderen. Und ja, das ist ja schon eine ganze Weile. Wir sind ja wirklich schon ziemlich lange verheiratet. Für unsere Branche geradezu ungewöhnlich. Ne? Ja, aber wir sind glücklich. Und sehen Sie, ich werde hier immer versorgt. So die Gastronomin. Genau. Dann einen schönen Abend Ihnen. Ja. Haben Sie es gerade gesehen? Glück gehabt, oder? Also ich meine mich. Okay, zum Wohl. Auf einen schönen Abend. Genau. Danke.